Es kommt mal wieder ein Haul, aber diesmal sind es mehr Klamotten als dekorative Kosmetik oder so. Und ich fange jetzt auch erstmal mit den vier Nicht-Klamotten an. Ich habe mir gekauft von Balea dieses gehypte Lippenöl Roll-On mit Kokosduft. Das hat man ja auch schon öfter mal gesehen, jetzt auf YouTube und überall. Und das ist halt so ein Rollerball drin, wie man das halt beim Deo kennt. Und bei mir funktioniert das Ding aber nicht. Also wenn ich da drüber gehe, dann rollt dieses Kügelchen nicht. Ich muss ja immer mit dem Finger noch wieder nachhelfen und dann. Ja, aber sonst ist das vom Pflegegefühl her ganz okay. Ich bin nicht so der Kokosfan, also mal ja, mal nein. Und hier schon der Kokosduft sehr extrem. Also mal gucken. Also so, ich habe das gestern gekauft und auch dann gleich benutzt und fand halt das Pflegegefühl echt ganz gut. Aber mal schauen, wie das auf Dauer bei mir mit diesem Kokosduft irgendwie, ja, irgendwie zu handhaben ist. Mal gucken. Dann habe ich mir einen Lip Liner gekauft und zwar ist das auf Mist von Nat Makeup gewachsen. Sie hat öfter mal so einen richtig, richtig dunklen Lippenstift irgendwie drauf. Und das war mal irgendeine limitierte Sache von P2 oder so, den hat sie geschenkt bekommen. Und jetzt hat sie ein richtig cooles Dupe dazu gefunden. Und zwar ist es der Kiko Smart Lip Pencil in der Farbe 710. Wäre halt der hier. Also richtig, richtig, richtig cool. Und ja, so. Und der war jetzt bei Kiko auch runtergesetzt. 50% günstiger. Ich habe 1,50 € oder so bezahlt. Und wenn ich es jetzt die Tage nochmal schaffe und es ist immer noch reduziert, dann werde ich mir davon nochmal zwei oder so holen, weil die Farbe ist richtig, richtig toll. Dann wollte ich eine Essensmascara haben, weil ich auch durch Zufall irgendwie auf den Blog gestoßen bin und die soll ganz gut sein. Und dann habe ich halt gegoogelt, also erstmal habe ich bei Essens bei uns geguckt, aber dann habe ich erfahren, dass es die nur bei Müller in dieser 2-Meter-Theke oder 3-Meter-Theke gibt. Und da unser Müller halt außerhalb von Hannover ist, kommt man da so schlecht hin. Aber meine Freundin, die fährt dort öfter hin einkaufen und dann hat sie mir die mitgebracht. Und die Rede ist von der Essence I Like Long Lashes. Das wäre die. Ups. Das wäre die hier. Na, Fokus hier. Der I Love Long Lashes. Ja, I Like Long Lashes. Und zwar, Mascara, Mascara mit kleiner Bürste und Wow-Effekt. Für ultimative Länge, extra Volumen, perfekte Definition. Mit wimpernverlängernden Fasern, Augenverträglichkeit und Blut getestet. Also das Bürstchen ist wirklich richtig, richtig klein. Ja. Aber sie macht echt einen recht guten Job, finde ich. Also ist jetzt nicht die Mascara, wo ich sage, wow, die haut mich jetzt vom Hocker. Aber ich finde die ganz gut. Ja. Mal gucken, oft ist ja immer so, man muss sich so ein bisschen erstmal einspielen. Die muss auch so ein bisschen sich abnutzen quasi, dass man damit besser arbeiten kann. Ja, aber ansonsten ist sie ganz gut. Dann habe ich mir ein Ebelin Fächerpinsel gekauft, weil ich oft in Videos gesehen habe, dass die Mädels damit Highlighter auftragen. Das ist irgendwie dann so sanfter und großflächiger. Und dafür wollte ich den auch benutzen. Und das habe ich auch schon einmal getestet und finde es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das für mich irgendwie zu wenig Widerstand ist oder so, weil ich bin ja, wenn Highlighter, dann richtig so leitplankenmäßig, aber ja, mal gucken, aber man kann ja vielleicht noch zweckentfremden für, ja, für irgendwas. Keine Ahnung, für was. Luft zu fächern oder so. Mal schauen. Ja, das ist halt von Evelyn einer. So, das waren jetzt die Linus. Hey, hallo. Ganz ruhig. Der Kratzer.
Teppich. Das waren jetzt die Nicht-Klamotten-Sachen. Und jetzt kommen wir zu den Klamotten. Also ich habe es schon mal an. Das ist so ein Oberteil von H&M. So ein Long-Shirt, aber halt so recht dünn. Das habe ich bestellt und auch schon ein paar Mal angehabt. Fand ich ganz cool. Das habe ich mir noch mal, ich glaube, in zwei verschiedenen Farben noch mal bestellt. Weil so wirklich Sommer haben wir ja nicht. Und wenn das jetzt so ein bisschen trüb ist, dann sind so dünne Langarm-Shirts ganz cool. Und dann, ja, mag ich das ja gerne, wenn jetzt so die Sachen so weit ausgeschnitten sind, weil ich im Moment so diesen Spleen habe, schöne BHs zu tragen, die man auch so sieht. Und auch das ist jetzt hier so einer. Also, ne, das ist jetzt der hier. Den ich auch in Schwarz habe. Und ich zeige euch jetzt mal den schwarzen. Na. Ich habe mir auch noch ein richtig cooles, ich hoffe, das ist cool, Oberteil gekauft. Aber das sollte eigentlich gestern ankommen, laut Sendungsstatus. Und am Tag stand dann irgendwie, hat sich der Sendungsstatus wieder geändert. Ist im Zielpaketzentrum. Und seitdem tut sich da nichts mehr. Ja, also das wäre jetzt der schwarze BH davon. Also, ich zeige halt Unterwäsche in die Kamera, ich habe da kein Problem mit. Ja, das ist halt echt recht transparent, ist kein Push-Up oder so. Und hat halt hier, wie gesagt, diese Bänder, wie man hier auch so sieht. So. Und habe ich beide gekauft. Also ich hatte ja erst den schwarzen, den fand ich halt so toll, deswegen habe ich nochmal den weißen mir gekauft. Und zwar habe ich die bei Topshop bestellt. Ja. Kostet, glaube ich, einer 26 € oder so. Ja, ist halt, finde ich, ganz schön. Gerade so für den Sommer, wenn man halt so ein bisschen luftiger angezogen ist, dass man auch das sieht. Also das ist halt so mein Sinn und Zweck der Sache, dass man halt auch so ein bisschen was sehen kann, ne? Also ich finde das schön. Also manche finden das ja irgendwie gar nicht toll, aber die müssen da ja nicht hingucken oder die müssen das so nicht tragen. Aber ich finde es gerade echt total schön. Dann habe ich mir ein Kleid gekauft, das war aber auch nur durch Zufall, weil wir Ende August auf eine Hochzeit eingeladen sind. Und man weiß ja jetzt noch nicht, wie das Wetter Ende August ist. Also wenn es so ist wie jetzt, würde das Kleid passen. Wenn es zu heiß wird, habe ich die Arschkarte gezogen. Aber mal gucken. Also die Geschichte zu dem Kleid ist folgende. Also ich muss immer ein bisschen ausschweifen. Ich habe mir das Kleid gekauft, das war reduziert bei Veromoda für 10 €. Da habe ich mir das gekauft, ohne anzuprobieren oder so, weil laut Augenmaß dachte ich, ja, passt, okay. Dann habe ich es auch zu Hause nicht anprobiert, habe es gleich in die Wäsche geschmissen. Und dann habe ich es gewaschen. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann probiere ich es jetzt mal über. Und es war viel zu eng. Also es ist. Nee, ich habe bald einen Heulanfall gekriegt, weil ich fand das Kleid von der Optik her so schön. Und dann dachte ich, ja, scheiße. Fahre ich dann nochmal in die Stadt und gucke nochmal, ob sie das irgendwie in ein oder sogar zwei Nummern größer haben. Und ja, gesagt, getan, bin ich dann in die Stadt zu Vero Moda, aber zu einem anderen. Und die hatten das dann nochmal in einer Nummer größer und es war sogar reduziert auf 5 €. Habe ich natürlich gleich mitgenommen, zu Hause dann sofort anprobiert, ohne zu waschen und es passt. Na, so 2 Kilochen vielleicht nochmal runter, dann ist das optimal. Aber ich werde es bis dahin auch nicht waschen, weil ich Angst habe, dass das andere durch das Waschen auch noch enger geworden ist. Deswegen wasche ich es bis dahin nicht. Und ich habe jetzt hier das kleinere in der Hand. Und zwar sieht das halt so aus. Das hat vorne auch diese Wickeloptik, was ich ja im Moment so liebe. Ich könnte mir mal wirklich sagen, in welchen Geschäften es solche Oberteile gibt in dieser Optik, weil ich finde es nicht. Also das Oberteil, worauf ich ja gerade so sehnlichst warte, ist auch so. Und das ist von Tiger. Aber ich liebe das Moment. Und das ist halt so Dreiviertelarme, ist halt bisschen, also nicht ganz lang, sondern so halb und halt so ein grau melierter T-Shirt-Stoff. Und ich finde das so schön. Ja, und das habe ich jetzt noch meiner Nummer größer. Und was ich mit dem kleineren mache, mal gucken, mal schauen. Aber ich liebe es.
habe ich ein aus dem Basic-Shirt online bestellt gehabt bei H&M in Weiß, weil Weiß kann man ja auch immer tragen. Es ist jetzt irgendwie auf links gedreht, weil ich das schon anhatte. Ich habe immer so wenig Weißwäsche, dass ich da immer jahrelang sammeln muss, dass ich da eine Maschine anschmeißen kann. Also das ist das hier mit so einem V-Ausschnitt und dann sind die Ärmel so umgeschlagen mit so einer Knopfleiste und ja, ist halt einfach so ein Basic-Shirt, finde ich auch ganz cool. Dann war ich ja, hatte ich da Besuch von Erna und Julia und da waren wir bei Peek und Kloppenburg und die haben ja überall Sale und so. Und da habe ich so ein bisschen durchgestöbert und mir ist ein T-Shirt in die Hände gefallen, was ich ganz, ganz witzig fand. Das ist halt diese Dame von Dallas und es steht halt drauf, ja, Dallas, Life is a Joke, zu Ellen Ewing und das ist von Eleven Paris. Das habe ich aber erst im Nachhinein zu Hause irgendwie gesehen. Und das war das einzige nur noch und da war der Preis dran, also normal kosten die ja 39,95 und es war runtergesetzt auf 4,95 und da habe ich das natürlich gleich mitgenommen, ne? Ja. Ich finde das richtig cool. Ja. Dann habe ich mir noch eine Hose bei H&M bestellt. Ich mag halt gerne so, gerade so im Sommer, so Flatterhöschen und die ist halt so royal blau, weiß mit so einem Muster und halt ist halt richtig schön dünn. Und die Hose, die hatte ich am Samstag an, da habe ich mit meiner Freundin abends in der Stadt getroffen, haben wir was trinken mit dem dreiviertel langarm Shirt. Also es war ein bisschen warm, aber es ging noch. Ja, also die habe ich mir gekauft, die war auch irgendwie reduziert. Und finde ich richtig, richtig schön. Und dann habe ich mir einen Pulli gekauft. Das ist eher ein Kleidpullover, also Pulloverkleid oder so. Und der ist mega schwer. Und gerade so, wenn es kühler wird oder so, oder Herbst, ist der, glaube ich, richtig cool. Und die Rede ist davon. Ja, also, das ist so ein richtiger XXXL Oversize dicker, fetter Pulli. Und das ist so, ich wollte ja erst, weil ich da immer denke, so Oversize Pullis, ne? Damit die auch ein bisschen Oversize ist, nimmt man halt die Nummer größer und dann wollte ich den in M bestellen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe S genommen und ich hätte den sogar auch in XS nehmen können. Und der ist immer noch richtig weit und XL. Und der war auch reduziert, aber der war von 50 auf 30, also nicht gerade billig, aber mal gucken, ne? Also mal schauen. Ja, das wären jetzt so meine Sachen, die ich gekauft habe. Ich habe jetzt schon wieder fast 14 Minuten gelabert. Gut, dann würde ich mal sagen, jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!